Hallo und herzlich willkommen zu meinespresso TV. Heute ist wieder Buchtipptag und heute möchte ich euch ein Buch vorstellen, das ein sehr, sehr guter Wegweiser ist durch eine ganz besondere Welt. Eine Welt, über die sich viele Menschen sehr viele Gedanken machen und dabei verkrampfen. Und genau das ist viel am Platze. Das ist natürlich genau das, was in dieser Welt nicht gemacht werden sollte, sondern eben das Gegenteil, loslassen. Und solche Sachen passieren und die Menschen wundern sich, warum sie in der Welt, in der sie sich eigentlich befinden wollen, nicht zurechtkommen und nicht den richtigen Menschen finden, beziehungsweise alles falsch machen, wenn es um ein Thema geht, das vielen Menschen sehr im wahrsten Sinne des Wortes am Herzen liegt, nämlich das Thema Flirten. Ja? Viel zu verkrampft wird allzu oft versucht, das andere Geschlecht für sich zu begeistern. Und wenn dann der Rückschlag kommt, ist es wieder einmal ein Beweis dafür, dass ich nicht so schön bin und das funktioniert doch nicht. Dafür gibt es jetzt eine Lösung, denn Nina Deißler, Deutschlands Date-Doktorin Nummer 1, hat ein neues Buch geschrieben. Ihre anderen Bücher waren schon Bestseller und dieses Buch heißt Der Flirt-Faktor. Und hier werden so grundlegende Fragen geklärt wie: Wie beginne ich einen Flirt? Wie halte ich das Gespräch in Gang? Oder wie verführe ich mit Worten? Das Ganze ist vergnüglichst lesbar und ist vor allen Dingen auch sehr leicht geschrieben. Und es ist vor allen Dingen auch, wie ich finde, sehr schön, dass man sagen kann, okay, ich gehe jetzt mal abends auf die Piste sozusagen und dann gucke ich mir nochmal schnell an, so kann ich das ja auch machen. Also es gibt verschiedene Flirt-Faktoren in diesem Buch, die dann alle sozusagen abgearbeitet werden können. Und es wird auch vor Fallstricken, auf Fallstricke hingewiesen und ähnliches. Und was zum Beispiel ganz toll ist, zeigt es mal hier, sind hier diese Codes, die ihr eingeben könnt. Und da gibt es dann nochmal Audiokommentare von Nina Deißler höchstpersönlich. Und dann gibt es da eben Hinweise, also sehr, sehr praktisch und total modern. Und was mir am besten gefallen hat an dem Buch Flirtfaktor, erschienen im Humboldt Verlag, ist die IKEA-Regel. Ja? Und die IKEA-Regel, das gibt es ja auch im Business-Bereich, da gibt es dann die KISS-Regel oder TOTI oder ähnliches und bei Nina Deißler gibt es eben die IKEA-Regel. Das lese ich jetzt mal kurz vor. Auch wenn all das jetzt vielleicht ganz logisch klingt, in der Praxis verfallen viele Menschen in Phrasen oder in Killersätze, wie ich sie gerne nenne. Wenn Sie über sich selbst etwas erzählen wollen, dann halten Sie sich am besten an folgende Regeln, die man sich leicht merken kann, wenn man sich die Anfangsbuchstaben merkt, die an ein großes schwedisches Möbelhaus erinnern. Nämlich das I für interessant, das K für konkret, das E für ehrlich und das A für authentisch. Und dann werden eben die Dinge aufgelistet unter den jeweiligen Punkten der IKEA-Regel, die dann zum Ziel führen sollen. Wie gesagt, das Ganze lässt sich vergnüglichst leicht lesen und es gibt viele neue Tipps auch, wo man denkt, naja, das ist eigentlich nicht neu, aber warum habe ich es dann noch nie gemacht und es ist doch dann irgendwie neu. Und dementsprechend also Nina Deißler, Date Doctor Nummer 1, war schon mit Bruno Banani im Flirtcamp, hätte ich beinahe gesagt. Und mehr Informationen zur Autorin gibt es unter diesem Video und ja, ist ein ganz klarer Kaufbefehl in diesem Sinne. Kaufen, genießen und morgen hier wieder bei meinespresso TV dabei sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und wenn ihr mögt, wie gesagt, dann sehen wir uns morgen hier wieder. Tschüss!